Um ehrlich zu sein, ist Baby Blues gar kein Film über eine Teenager-Schwangerschaft. Natalia ist zwar eine sehr junge Mutter, aber das ist nicht das Thema des Filmes. Es geht um Natalias Einsamkeit und um ihren Egoismus und wie das miteinander kollidiert. Das Baby ist eine Art Liebesersatz für Natalia. Sie versucht damit, die Leere in sich abzutöten oder auch auszufüllen. Wie extrem egoistisch muss man sein, um das eigene Kind dafür zu instrumentalisieren? Oder anders gesagt, wie einsam muss man sich fühlen, um extra ein Kind zu bekommen, damit man so etwas wie Liebe spürt? Natalia ist eine sehr kreative Person. Sie schafft sich ihre eigene Welt und dazu gehört eben auch das Baby. Das spiegelt sich auch in anderen Dingen wider, etwa in ihrem Kleidungsstil. Das kommt aus ihr heraus. Damit gibt sie der Welt etwas. Sorry. Also ich glaube, die junge polnische Generation, wie die Figuren im Film und auch die Schauspieler selbst, diese Generation ist heute eher europäisch und weltoffen orientiert. Die jungen Leute definieren sich nicht mehr über das Land oder die Nation. Sie sehen sich vielmehr als Weltbürger. Działa element takiego bycia obywatelem świata.